Neue Folge Sniper Elite 4. Herzlich willkommen zurück bei Fabian LP auf dem Kanal. Und wir sind hier. Hier muss ein Offizier sein und auch die Kameras, die habe ich da markiert, gesehen würde. Andererseits können wir jetzt auch. Also, was nicht geht, rennen, das haben wir ja schon gemerkt. Dann haben die das gemerkt. Ich hoffe nicht, dass er jetzt genau aufscheucht. Ich nehme da mal den Schalldämpfer in die Hand. Ja. Ich finde es jetzt nicht ganz so geil wie in Mafia 3. Da ist halt der Nahkampfkill schon was sehr Cooles. Das hier wird sehr nützlich sein. Mal überlegen, wie gehe ich am besten vor? So, was hat denn der? Oskar Plätscher ist das. Dann ist da hinter dem Haus noch eine. Den könnten wir jetzt mal holen. Der darf uns nur nicht sehen. Alter, war das knapp. Boah. Alter. So, hat aber keiner mitgekriegt, den lauten Kampf. Sonst ist nichts mehr zu finden. Ich nehme den mal schnell mit. So. Hinter dem Zaun ist er hoffentlich gut aufgehoben. So. Gibt's denn hier eine erhöhte Position? Da unten, ja, da gibt es sie. Damit wir auch mal schauen können, wer denn da überhaupt noch so rumläuft. Aber nicht, dass da auch noch einer ist, so. So, da spawnt gerade irgendeine Rüstung oder so. Aber sonst ist hier niemand bis jetzt. TNT einmal. Leider nichts für uns, denn wir brauchen ja fast nichts. Also ich sollte mal ein bisschen mehr verletzt sein, könnte ich schon. Ein bisschen mehr Sprengstoff und so nutzen. Aber irgendwie traue ich das nicht, denn das Spiel ist auch extrem hart. Okay, da ist Werkzeugkasten. Das ist ein Laster da, das vor allem, wenn sie abfahren wollen, das wollen sie ja gar nicht. Da hinten scheint niemand so zu sein. Da ist einer. So, der wird jetzt abgeschossen. Ne, warte schnell. Doch, habt ihr. Gut. Oh shit. Alter, das war so dumm, der war ja wieder hinter der Wand. Hat aber keiner gehört.
So, da könnte ich vielleicht. War ich zu wenig schnell. Da wird's auch nichts mehr, der kehrt schon wieder. Weißt du was, komm. Wir gehen voran, ganz einfach. Ich bin ja auch nicht so der Nesthocker jetzt. Oder Nestsitzer die ganze Zeit. Ich möchte auch mal vorne dabei sein, deshalb laufen wir jetzt da einfach mal rein. Und schauen mal wie die Knarre hier so ist. Wir müssen ja nicht immer die Sniper nehmen. Bisher haben wir ja nur auch zwei Leute entdeckt. Und vielleicht waren hier unten noch zwei. Ja, genau, da ist einer. Zum Beispiel, den knall ich jetzt gleich ab. So. Boah, das war ein glücklicher Treffer. Keiner was gemerkt. Und da hinten dran ist auch noch einer zu sehen. So, der andere da hat was gehört, meint er. So, wenn er umdreht, sofort schießen. Wenn ich es nicht mehr schaffe, weil er dreht ja immer sehr schnell um. So. Weg ist er. Oh, vielleicht noch durchsuchen. Hat nichts gut. Wenn er nur die andere Leiche nicht sieht, ist schon gut. Blöd, dass man nicht über diese Zäune hier springen kann. Der sieht auch nichts, der ist auch dumm. So, der hat was gemerkt. Der muss weg. So, da kommt die Kugel genau am Zaun vorbei. So, jetzt machen wir mal den Offizier ein bisschen B, um den Feldstecher einzusetzen. Mit Mausrad oben und unten. Das wissen wir ja alles. Der hat es immer noch nicht gemerkt. Das ist so ein Depp. So einer will Offizier sein. Komm, den messern wir. Der hat sicher eine bessere Killcam als die anderen. Und natürlich. Shit. Meiner Meinung nach lassen wir natürlich die Kamera an. Währenddessen wir ihn killen. Ganz einfach. Hallo, ich bin im Fernsehen. Wow. Und ciao. Und jetzt würde ich sagen. Und schon ist es vorbei, oder wie? Die Waffenwerte finde ich sehr toll, dass man die da anschauen kann. Selbst. Ja. Einen Dienstplan hat er dabei. Schätze, ich habe alles eingesammelt. Was er machen muss, ja.
Das Schiff, das die Filmaufnahmen abholen soll, wird zu gegebener Zeit eintreffen. Es werden keine Probleme erwartet, steht da noch. Naja. Da habe ich was anderes gehört. Da könnt ihr könnt lesen gerne. Aber ich möchte halt nicht, dass dann, dass wir ständig nur das Zeugs vorlesen. Gut. Komm, etwas fürs Auge muss auch noch her. Vielleicht hat es auch hier im Zelt noch was. Nicht, hä? Gut. Was passiert denn mit so einem Werkzeugkasten? Aha. Ah, das ist ja fast nichts. Alter. Okay, es ist also... Da kann man einfach die Luft rauslassen, so wie es sieht, aussieht. Dann holen wir mal noch den hier. Das ist alles. Und ich möchte natürlich die Minen auch noch ausprobieren und die Fallen. Aber dies zu einem späteren Zeitpunkt. Jetzt erstmal gut vorankommen, das gibt schon Selbstvertrauen und so. Aber dass man über die Zäune nicht rüber kann, das stört mich. Das stört mich wirklich. Oh. Lieber Poldi, geht es dir gut? Schulau wurde gestern Nacht bombardiert. Es war ganz furchtbar. Papa glaubt, sie hatten es eigentlich auf Hamburg abgesehen. Blöde Engländer, blöde Lancaster. Okay, die Ulrike hat das geschrieben. Und als nächstes werden wir natürlich da nach unten gehen. Ich sehe jetzt nicht so viele Patrouillen, deshalb. Ach so, die Herzfrequenz ist zu hoch. So. Deine Herzfrequenz ist jetzt nicht mehr zu hoch. Wie es auch gerade noch ein Herztreffer ist. Der Zufall. Er will es so. Ich glaube, wir haben alles mitgenommen. Und werden dann weiterziehen, da nach unten. Oh. Da sieht mich einer. Das war der da. Na dann. Sieht geil aus, nur schon das Bild und die Kamera und... Schwupps. Hast du da etwa was gesehen? Ja, jetzt ist es schon zu spät. So. Jetzt möchte ich mal schnell noch so schauen, da ist... Aha, eben, wie gesagt. Gut. Ich glaube, es sind nicht so viele, aber hier sollte ich eventuell nicht runtergehen. Es ist zu empfehlen. 9 von 10 empfehlen es nicht. Einer schon. Natürlich ist die Herzfrequenz wieder eine Katastrophe. Aber naja. Schauen schnell noch auf die Map. Das könnte ich mal markieren hier. Und ich glaube, einer hat eine Leiche entdeckt. Könnte sein. So. Hier ist auch der Offizier... Stand gerade der Name, war es Böhm?
dann kann der gar nicht mehr Alarm schlagen. Sollten wir vielleicht gerade jetzt zuschlagen, wenn der... Wenn er nicht gerade da reinkommen würde. Was? Der merkt das nicht. Also die Offiziere sind wirklich strohdumm. Strohdumm sind die. So, wenn er jetzt kommt, dann schieße ich ihn halt. Wow, so. Das Primärziel haben wir abgeschlossen. Eines von denen. Hier gibt es noch einen Award, und zwar wieder einen Dienstplan. Hier gibt's nichts. Ja. So, steht auch noch was. Die Filmaufnahmen machen. Keine Dokumente hier. Doch hier. Übermitteln Sie Ergebnis der Vorführung nach Megazeno. Stopp. Was sind das hier am Boden? Ein Kabel oder was? Ah. Okay, die verlegen also ein Kabel. Und wenn man da den Strom abstellt... Dann merken die das natürlich. Ist ja logisch. So. Aufs Dach kommt man leider nicht. Jetzt müssen wir da mal den Gelben, der mit dem Fragezeichen... So. Ja. So geht das auch. Ganz klar. Ihr Chef ist ja schon weg. Habe wohl alles Verwendbare eingesagt. So, schön, wie die da rumfliegen. So, und ganz ehrlich, jetzt nehme ich die. Der hat was gehört. Einen Moment, ich werfe die Granate. Oh, Alter. Hallo, hallo, hallo. Shit. Ich hab die Konsole aktiviert. Alter, was ist die Konsole für die Taste? Das kann ja nur mir passieren. So, schnell weg. Alter. Aktiviere ich einfach die Konsole, es gibt's doch nicht. Ich wollte da drauf und dann halt so. Und ich wollte eigentlich Eingabe drücken. So, und jetzt ertönt mal spannende Musik. Soll doch auch mal so sein. Es stand ja da mal, könne. Ah, so geht das. Okay, mit F. So, da bist du weg. Und deinen Kollegen hole ich mir auch noch gerade, und zwar hier. So. Den müssten wir mal schnell durchsuchen, mal schauen, ob er was hat. Das hier wird sehr nützlich sein. So, und es hat noch andere angelockt, glaube ich, die auf der Suche sind jetzt. Und es ist ja klar, dass wir jetzt zur Festung quasi kommen da. Alle anderen Sachen haben wir erledigt da. Alter. Ja. Man kann auch dumm sein, denn ich wollte jetzt die Folge beenden eigentlich. Ja,
Aber ich muss sagen, die Waffe, die geht ab. So, jetzt muss ich auch nicht mehr in der Hocke sein. Ah, die 3 ist das. Nee. Ah, so. Okay. So, da sehen wir mal Sniper Elite aus einer anderen Perspektive. Aha. Ja, das ist das Kreismenü. Interessiert mich jetzt sehr. Oh, keine Munition mehr. Ja. Der ist weg, noch einer. So. So, der Lastwagen war übrigens nicht absichtlich. Alles klar, das ist gut, das höre ich gern. Und so können wir doch mehr finde ich nicht. Unkümmerlich in die nächste Folge gehen. Jetzt such den doch mal. Da den Berg attackieren. Und dann versuche ich doch mal da eine Falle zu stellen. Irgendwie. Ja, es waren jetzt sehr viele, die da kamen. Das ist auch absichtlich so gemacht, weil man denkt sich ja, da vorne sind nur 3 Stück, die kriege ich locker. Und wenn wir jetzt hier nicht hingegangen wären und so einen guten Vorteil mit der Ecke gehabt hätten, sonst dann hätte es vielleicht auch noch böse enden können hier. Mittlerweile haben wir wieder Munition. Dann werden wir natürlich, wahrscheinlich, in der nächsten Folge die erste Insel abschließen. So sieht mir das aus. Den Multiplayer spiele ich vielleicht auch mal. Ich verstecke mich hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.